Was sind unsere Politiker doch für kleine Schlitzohren? Da ringt sich das Bundesverfassungsgericht doch endlich durch. Trotz der Gefahr, von den Politikern wieder abberufen zu werden, das derzeitige Wahlverfahren, was es ja erst seit gestern gibt, für ungültig zu erklären, ohne dabei jedoch den Bundestag aufzulösen und ohne auf den Paragraphen des Grundgesetzes der direkten Wahlen einzugehen und damit die Listenwahl zu verbieten? Nein, das Bundesverfassungsgericht fordert nur, die Überhangmandate zu beseitigen. Und was machen unsere Repräsentanten? Sie quengeln wochenlang rum, damit auch möglichst alle Parteien nichts von ihrer antidemokratischen Parteiendiktatur aufgeben müssen oder eventuell noch jemand vom Stuhl schubsen müssen. Und das Ergebnis dieser Quengelei? Überhangmandate bleiben. Damit auch das Wahlunrecht. Und dann legen sie noch eins drauf. Ja, dann stocken wir doch einfach auf. Gleichen wir doch die Überhangmandate dadurch auf, dass wir einfach noch mehr von den unfähigen, korrupten, antidemokratischen, sitzungsschwänzenden Parteibonzen einstellen. Für knapp 8.000 im Monat. Kein Problem. Also entgegen allen Sparmaßnahmen, die Sie dem Bürger und vor allen Dingen Mittelstand aufbürden, erhöhen Sie die Kosten für die Staatsführung. Und die Medien? Ein riesiger Aufschrei? Keineswegs. Nicht mal ein Hinweis für die blöden Bürger auf die Ungeheuerlichkeit, die da gerade stattgefunden hat. Stattdessen eher verhaltenes Lob und unhinterfragte Berichterstattung. Man, dass die Bundesrichter nur zahnlose Aufsteiger mit Parteibuch sind, ist hinlänglich bekannt. Dass jedoch auch die unabhängige Presse, die abhängige Presse nur noch auf Befehl der Regierenden und ihrer Hintermänner und vielleicht aus Angst vor dem beruflichen Abstieg berichten, das ist für mich die Bankrotterklärung der Demokratie. Da tröstet auch die Ausstrahlung des SPD-Parteitages in Bayern trotz Drohung der CSU nicht hinweg. Da war die Berichterstattung vor einigen 70 Jahren noch freier. Schönen Dank.